willkommen zur Pressekonferenz nach den Meisterschaftsspielen in der Regionalliga West zwischen Fortuna Düsseldorf und KFC Uerdingen. Endstand 0:0. Das Spiel haben heute 500 zahlende Zuschauer gesehen. Bevor wir in die Pressekonferenz einsteigen, noch die Ergebnisse, soweit sie uns vorliegen, vom heutigen 14. Spieltag. Der SC Verl gegen Westfalia Rhynern steht kurz vor Schluss 1:1 und nach 30 Minuten Borussia Mönchengladbach gegen SC Liedenbrück 0:3. Die restlichen Spiele sind dann im Verlauf des Wochenends. So, unser Willkommensgruß gilt heute besonders unseren Gästen aus Krefeld mit Cheftrainer Michael Wiesinger, mit den Pressevertretern und den Vorstandsmitgliedern von KFC. Herzlich willkommen auch unserem Cheftrainer Teschkin Aksoy, unseren Pressevertretern aus Düsseldorf und unserem NLZ-Geschäftsführer Frank Schäfer. So, der Gast hat das Wort. Ja, bitte. Ja, mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden. Also ja, wir waren feste Überzeugung, dass wir hierher kommen und auch drei Punkte mitnehmen. Ich hatte schon auf dem Schirm nach dem sehr intensiven Dienstagsspiel, was die Mannschaft hier von Fortuna, glaube ich, bravourös gemacht hat, dass sie natürlich schon ein paar Körner gelassen haben. Das hat man auch gesehen, phasenweise, fand ich. Nur wir waren heute nicht in der Lage, das Tempo auf Strecke dann auch hochzuhalten. Und Geschichte erzähle ich eigentlich jetzt schon länger. Was uns einfach fehlt, ist einfach so ein Türöffner. Ich fand schon, dass erste Halbzeit da eine Menge möglich war. Es war nicht Chance im Minutentakt da, aber uns gelingt es dann auch nicht, so ein Ding einfach mal über die Linie zu kriegen. Dann steht es vielleicht 1:0, dann tust du dich hier auch leichter, dass so eine junge Mannschaft dann irgendwo euphorisch dagegen hält. Ja, dafür haben sie dann auch eine gewisse Qualität, dass die dann auch fußballerisch irgendwo, wenn du ihnen beim Umschalten Platz lässt, auch gefährlich sind. Das haben wir zweite Halbzeit erfahren müssen. Erste Halbzeit noch einmal nach unserem eigenen Standards, wo wir dann fast 0:1 in Rückstand gehen. Auch aus dem Nichts eigentlich, wo wir Glück hatten. Die zweite Halbzeit waren wir dann in der Rückwärtsbewegung auch gelegentlich nicht so akribisch, wie ich mir das vorstelle. Haben ein bisschen Daumen gedrückt, haben gesagt, hinten ja, Mario Erb und Christopher Schorch, die werden die Situationen schon lösen. Das war gefährlich, das hat mir nicht gefallen. Über allem steht, dass ich auch verärgert bin, dass wir einfach diese Tür offen für mich finden. Und deswegen sind wir auch noch nicht die Mannschaft, wo wir vielleicht auch von außen gerne gemacht werden oder gesehen werden. So eine Mannschaft, die fährt hierher, so eine Spitzenmannschaft, zieht das Ding wieder 1:0. Das schaffen wir heute gegen U23 nicht. Deswegen bin ich sehr enttäuscht. Ich soll jetzt nicht die Qualität oder die Klasse der Gastmannschaft hier schmälern. Ich wusste schon, das ist eine sehr gute junge Truppe. Aber nochmal nach Dienstag, nach diesen schweren 1:0, war das eigentlich schon von uns halt dann im Endeffekt auch zu wenig. Haben wir nicht geschafft. Letzter Ball dann in den letzten 10 Minuten ein paar gute Aktionen gehabt, wo der letzte Ball nicht kommt. Ja, daran müssen wir arbeiten. Nach wie vor ist jetzt für mich kein neues Thema, aber man hofft halt Woche für Woche, dass man irgendwann nochmal entscheidet. Heute war es nicht so. So fahren wir mit einem Punkt nach Hause. Für mich war es zu wenig. Ja, deswegen bin ich auch sehr enttäuscht. Vielen Dank für deine Einschätzung zum Spiel. Gibt es Fragen an den Trainer unserer Gäste? Bitte schön. Ja, wie denn jetzt 7 Spiele in Folge zu 0, ne? Das ist ja trotzdem auch schon was Rosiges. Wie bewerten Sie das? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mir heute plötzlich doof an, aber vielleicht brauchen wir einfach mal wieder so ein Hallo Wach. Vielleicht sollte man so ein Spiel mal auch wieder 1:0 verlieren, keine Ahnung, plötzlich doof an. Aber das bei mir war schon wieder ein paar Leute mal wieder aufwachen. Ja, so ist das immer positiv. Ja, 0:0, fährst wieder mit dem Punkt weg. Aber wir müssen einfach erkennen, dass in den Spielen auch mehr drinnen ist und dass es einfach so dann auch nicht reicht. Ja, das reicht nicht, wenn man phasenweise ordentlichen Fußball anbietet, dann aber wieder Minuten hat, wo man der Musik hinterher rennt. Das ist so momentan meine emotionale Gefühlslage. Ja. Fakten sind die, dass wir heute die Punkte mitgenommen haben, ist schon klar, aber es regt mich trotzdem auf. Weitere Fragen an den Trainer unserer Gäste? Das ist nicht der Fall. Teschkin, dann darf ich dich bitten, zum zweiten Mal in dieser Woche an dieser Stelle Stellung zu nehmen. Ich glaube, ich kann mir das Gleiche erzählen wie am Dienstag. Erstmal, ich denke, der Michael hat schon viel alles eigentlich richtig gegeben. Viel muss ich ihm nicht ergänzen. Es war schon so natürlich, dass der Dienstag sehr viel Kraft gekostet hat. Das hat man glaube ich während der ersten Halbzeit schon das eine oder andere Mal gesehen, wo die Spritzigkeit nicht so da war, wie ich es mir gewünscht habe, aber auch am Dienstag haben wir uns in der ersten Halbzeit schon schwer getan. Da haben wir in der 40. das 1:0 gemacht, heute haben wir auch wieder die Riesenchance mit Kaito Miyake gehabt, nach dem wunderschönen Konter, gutes Umschaltspiel nach dem Standard der Ecke von Uerdingen. Wenn das 1:0 fällt, wiederholt sich vielleicht sogar die Geschichte. Und zweite Halbzeit,
weiter ein schweres Spiel reingekommen, aber danach haben wir uns irgendwann doch befreit. Da haben die Jungs doch wieder gemerkt, okay, wenn wir jetzt auch ein bisschen dran glauben, ein bisschen Fußball spielen, können wir auch die eine oder andere Chance kreieren und für Entlastung sorgen. Und ich glaube, zweite Halbzeit, so ab der 60. war schon fast ein offenes Spiel. Gute Konter gefahren. Ja, der Mannschaft gerade ein Kompliment. 3 Tage nach dem intensiven Spiel gegen Dortmund hier die nächste Spitzenmannschaft ähnliche Laufleistung zu bringen, das gebührt mein Respekt. Und die 2 Tage, die sie jetzt haben, haben sie auch redlich verdient. Und dann geht es weiter nächste Woche im wichtigen Spiel gegen Köln. Hier nochmal vielleicht ein Sonderlob an Maluka Okoye, unseren 19-Torwart, der mit einer Bieruhr das Team heute über die Bühne gebracht hat. Kann man sehr, sehr stolz sein. Ich hoffe, dass er weitermacht, sich weiterentwickelt und haben auch viel Spaß an den Jungen. Wir wünschen weiterhin alles Gute und wir schauen auf das nächste Spiel. Danke. Taschke, vielen Dank für deine Einschätzung zum Spiel. Gibt es Fragen an unseren Cheftrainer? Max, bitte. Ja, 4 Punkte gegen 3 sehr, sehr starke Mannschaften. Wie haben Sie es denn geschafft, nach dem Wuppertal-Spiel Schalter so schnell umzustellen bei Ihrer Mannschaft? Die hat ja danach schon richtig Gas gegeben gegen Dortmund und heute gegen Uli. Ja, ich denke auch. Schon in Wuppertal haben wir auch eine sehr, sehr ordentliche zweite Halbzeit gespielt, wo die Durchschlagskraft gefehlt hat. Wo wir viel Ballbesitz hatten und denke auch gute Ballstaffetten hatten. Also das haben wir schon dort vernünftig hinbekommen. Die da haben uns die Gegentore geärgert in Wuppertal und die haben an dem Tag auch vernünftig Fußball gespielt in Wuppertal. Also von daher kann man das ganz gut einordnen. Weitere Fragen an unseren Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich noch 2 Programmhinweise geben. Es ist gerade schon angeklungen. Das nächste Spiel unserer 2. am kommenden Samstag zur gewohnten Zeit um 14 Uhr am 28. Oktober sind wir dann zu Gast im Franz-Krämer-Stadion am Geisbockheim bei der U23 des 1. FC Köln. Und das nächste Heimspiel dann wieder zur gewohnten Zeit morgen in 14 Tagen am 4. November hier um 14 Uhr im Paulianus-Stadion gegen den Bonner SC. Dann darf ich unseren Gästen einen kurzen und sicheren Heimweg wünschen. Weiterhin viele Punkte, viel Erfolg auf dem Weg in der Saison. Und uns allen zusammen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.